Mein Name ist Rita Brickmoor. Ich bin eine Zigeunerin aus Würzburg. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich sehr, dass ich heute zu euch sprechen kann. Ich tue es auch für meine Mutter, Theresia Winterstein, die viele Jahre lang dafür gekämpft hat, dass das Unrecht, das uns Zigeunern im Dritten Reich angetan wurde, anerkannt wird. Ich möchte euch meine Geschichte und die Geschichte meiner Familie erzählen. Ich bin am 3.3.43 in Würzburg geboren, in der Zeit, als schon viele Zigeuner nach Auschwitz oder andere Lager deportiert worden waren. Warum ich und meine Mutter überlebt haben, was uns angetan wurde, das möchte ich euch erzählen. Und auch, warum meine Zwillingsschwester Rolanda gestorben ist. Die Geschichte, die hier erzählt wird, ist die Geschichte von Rita Brickmoor, einer Sintetza aus Würzburg. Oder, wie sie selbst betont, einer Zigeunerin aus Würzburg. Denn als Zigeuner wurden ihre Verwandten verfolgt, verschleppt und vergast. Und daran soll erinnert werden. Es ist eine Geschichte von den sogenannten rassehygienischen Gutachten und von tödlichen Versuchen an Menschen. Eine Geschichte, die erzählt wird anhand von Gestapo-Akten, Deportationslisten und Gerichtsprotokollen, die dokumentiert ist auf Schwarz-Weiß-Fotografien und Tonbandkassetten mit der Kugelschreiberaufschrift Mama. Es ist eine Geschichte, die über 600 Jahre zurückreicht, als die ersten Roma aus Indien nach Europa kamen. Eine Geschichte von Integration und Ausgrenzung, von Faszination und Verachtung, aber auch von Verfolgung und Vernichtung. Es ist jedoch auch eine Geschichte, die Mut macht, die davon erzählt, dass Vergebung stärker ist als Hass und Versöhnung stärker als Verbitterung. Und die zeigt, dass die persönliche Begegnung jedes Vorurteil besiegen kann. Für Versöhnung gegen Verbitterung. Die Lebensaufgabe der Würzburger Sintetza Rita Brickmoor. Ein Feature von Jochen Wopse. Wir spulen 3 Jahrzehnte zurück ins Jahr 1983. Zum 50. Jahrestag der Machtergreifung Adolf Hitlers am 30. Januar 1933 beschäftigte sich eine Sondersendung der damaligen Welle Mainfranken des Bayerischen Rundfunks mit einer Gruppe, die in den offiziellen Gedenkfeiern, Diskussionen und Vorträgen unbeachtet blieb, die fränkischen Sinti- und Roma-Familien. Die Journalistin Hedi Wagner sprach mit einer damals 61-jährigen Frau aus Würzburg, die als eine der wenigen unterfränkischen Sintis die Nazi-Diktatur überlebt hatte. Theresia Seible, geborene Winterstein. Es hat 1937 angefangen, als wir erfasst worden sind, gleich nach den Juden. Wie viele Zigeuner gab es denn damals in Würzburg und Umgebung? In Umgebung Würzburg waren ungefähr 400 Zigeunerfamilien. Es sind Lohr am Main, Aschaffenburg, Gemünden, Karlstadt, verschiedene Sippen. Sie waren damals 19, Frau Seible. Sie waren Tänzerin. Ja, das war also ein Varieté. Da gehörte ich dem Rondella-Ballett an und außerdem noch am Theater beschäftigt. Ich war gerade dran, Carmen eben zu spielen. Also ich hätte es geschafft, aber dann hatte ich Berufsverbot. Aber das Berufsverbot war ja nicht das Schlimmste, was Ihnen passiert ist, Frau Seible. Nein, das kann man wohl sagen. Sie haben 2 kleine Mädchen gehabt. Ich hatte Rolanda und Rita Winterstein, 2 kleine Mädchen, eineiche Zwillinge. Was ist aus Ihren Kindern geworden? Die Kinder habe ich in der hiesigen Frauenklinik zur Welt gebracht unter Gestapo-Aufsicht. Dr. Mengele, einer der berühmten Ärzte, der war für Zigeuner-Zwillinge bekannt, dass es seine Lieblingsangelegenheit war, an diesen Kindern zu studieren. Meine kleine Tochter ist für Versuchszwecke verwendet worden und starb. Überlebt hat nur eines ihrer kleinen Mädchen? Ja. In welchem Jahr war das, Frau Seible? 1943. Wieder zurück in der Gegenwart. Der 16. Februar 2013. Das eine der ehemals kleinen Mädchen, der Zwilling, der überlebt hat,
schaut sich suchend in der Ankunftshalle des Frankfurter Flughafens um. Rita Winterstein heißt inzwischen Rita Brickmore, wird in 2 Wochen 70 und ist eben erst gelandet mit Flug LH0233 aus Rom, Fiumicino. Ach nee, und ich reise hier drinnen rum wie eine Verrückte. Mein Ziganki, ich bin durchnässt, erkältet. K.O. Hinter der Frau, der ihr großer Rollkoffer fast bis zu den Schultern reicht, liegt eine Vortragsreise quer durch Italien. Unterstützt von der christlichen Gemeinschaft Sant'Egidio, die sich international gegen Rassismus und für eine Kultur des Zusammenlebens einsetzt, war die Würzburger Sintezza als Zeitzeugin unterwegs und hat von Rom bis Genua ihre Geschichte erzählt. Fast 2 Wochen, 14 Tage. Ja. Nach einer Weile vermisst Fei die Würzburger Knödel. Ne? Ich habe viel gearbeitet. Ne? Schulen, Gymnasium, Kirchen. Gestern waren wir den ganzen Tag in die Kirche, 2-mal abends der Saal. Über 500 Sitze. Und die Leute waren immer noch gestanden. Eltern, Lehrer, Professoren waren dort. Du wirst lachen. Für diesen speziellen Abend, wenn ich spreche über die Familie. Habe ich gedacht, mir fallen die Haare aus dem Kopf raus. Dann haben die gesagt, Rita, wenn was ist, die sind mit mir. Habe ich gesagt, ich gehe gleich von raus. Bravo, endlich eine, die gegen den Nazis ist. Und dann kommt so eine ältere, ganz feine Dame und sagt, darf ich sie umpacken? Ich bin von Deutschland. Habe ich gesagt, ja, freilich. Ob ich Deutschland vergeben habe und so. Habe ich gesagt, ja, da wäre ich jetzt nicht da und die erzählen. Es ist nur, dass es nicht mehr passiert. Ne? Und das ist so wichtig. In der Zwei-Zimmer-Wohnung am Würzburger Heuchelhof duftet es nach Kaffee. Im Flur steht noch der Rollkoffer von der Italienreise. Rita Brickmore sitzt am Wohnzimmertisch und blättert in einem Aktenordner. 2 weitere liegen aufgeschlagen daneben. Dutzende Klarsichtfolien mit Zeitungsausschnitten, handschriftlichen Notizen, Fotokopien und Fotografien. So. Du musst dir mal anschauen, was ich hier noch alles habe. Ne? Auf dem Teppich stehen Klappboxen mit Dokumentenmappen. Fotoalben stapeln sich zu einem kleinen Turm. In einem Regal reihen sich weitere Ordner mit sorgsam beschrifteten Rücken und Registern. Dokumente Gestapo, Auschwitz, Mängele, Prozesswiedergutmachung, Stolpersteine. Stichworte, hinter denen sich ein ganzes Menschenleben auftut. Beweisstücke für das Leben einer Familie, für das Leiden eines ganzen Volkes. Familienunterlagen, Dokumente von der ganzen Familie und manche sind auch jetzt vom Holocaust-Museum, wo ich mitgearbeitet habe, Vorträge, wo ich gehalten habe, Zeitungsausschnitte und ärztliche Atteste über meine ganze Krankheit. Und alles, was ich sage, kann ich belegen. Weil es ist, wenn du sowas machst in der Öffentlichkeit, es muss ja alles seine Richtigkeit haben. Ja, und es ist so wichtig, diese Dokumente zu haben. Zum Beispiel ein Original aus der Prinzregentenzeit, versehen mit dem Wappenmantel des Luitpold und den Landesfarben Weiß und Blau. Das ist jetzt die Purimami, also die Oma, ne? Johanna Winterstein. Das war unsere Urgroßmama. Der Reisepass vom König von Bayern. Ah, da steht's. Königreich Bayern, gültig bis zum 1. März 1912. Da waren wir 2 noch in Abrahams Froschkessel, glaube ich. Ja, unsere Familie ist ja schon hier seit dem 16. Jahrhundert. Und unsere Urgroßmutter war eine der ersten Zigeunerinnen, wo von König von Bayern einen Reisepass bekommen hat und die Erlaubnis, dass sie ihre Ware verkaufen. Das sind so Kleinigkeiten, so eine kleine eigene Biografie. Und das ist für mich wichtig, das darf nicht vergessen werden. Ne? 1936 hatte sich die Familie mit Uroma Johanna und den anderen Wintersteins im Spessart niedergelassen. Im Städtchen Lohr am Main, 40 Kilometer flussabwärts von Würzburg und auf halbem Weg nach Aschaffenburg. Mehrere hundert Sinti-Familien lebten damals entlang des Mains in Wohnwagen und Zelten. Auch die Wintersteins hatten so einen Wagen, mit dem sie die Messen und Märkte in Bamberg, Nürnberg oder Würzburg abfuhren,
um die handgemachten Körbe von Großvater Johann zu verkaufen. Für die Wochen dazwischen hatte die Familie in Lohr eine feste Basis, ein Grundstück am Fluss. Da war ein kleines Haus drauf, eine kleine Hütte, da hat er Häusle gehabt für die Weiden. Und da hat er seine Körbe dort gemacht und hat sie halt verkauft. Weil die haben ja da professionell Körbe gemacht, von hier bis zum Rheinland unten. Für die Trauben, für die Weinberge, für die Kloster, für die Wäschereien von damals waren ja alles Körbe nötig. Und die Großmutter war Weißnäherin, hat auch Spitzen geknüppelt und hat sie an die Kirchen verkauft. Ja, die hatten einen richtig guten Beruf, bis halt Hitler seine Dinger gekommen sind. Und da mussten sie das aufgeben. Einfach weg, die mussten von einer Minute auf der nächste, Herr Winterstein, sie müssten mit ihrer Familie nach Würzburg und sind dann in die Mergenheimer Straße und ja, in eine Eineinhalbzimmerwohnung. Ne? Eineinhalb Zimmer statt eines Grundstücks am Fluss. Ein Gefängnis für die Urgroßmutter, für Großmutter und Großvater, für Onkel Otto und Mama Theresia. Denn die Wintersteins waren festgesetzt. Keiner von ihnen durfte Würzburg verlassen. Das war im Herbst 1939 bitterer Ernst. Jeder einfache Landpolizist war befugt, Zigeuner und andere Asoziale in ein Konzentrationslager einzuweisen. Irgendein Grund fand sich immer. Und mit Verfolgung und Schikanen haben Sinti und Roma seit Jahrhunderten zu kämpfen. Zu derselben Zeit begann jenes sehr diebische Volk, ein Gemisch und Auswurf verschiedener Völker, wir nennen sie Zigeni, unsere Gebiete zu durchstreifen. Und durch Diebstahl, Raub und Wahrsagen suchten sie ungestraft ganz und gar ihren Unterhalt. Sie lügen, dass sie von den Göttern gezwungen werden, landesflüchtig zu sein. Schrieb Hofhistoriograf Johannes Thurmeier alias Aventinus im Jahr 1522 in den Annales Boiorum, seiner Chronik der bayerischen Geschichte. Seit die ersten Zigeni an der Schwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit vor den Mauern westlicher Städte aufgetaucht sind, weisen ihnen die ebenso faszinierten wie irritierten sesshaften Bürger einen sozialen Ort außerhalb dieser Mauern zu. Sie müssen draußen bleiben. Der Literaturwissenschaftler Klaus Michael Bogdahl schreibt in seinem Buch »Europa erfindet die Zigeuner«: Die europäischen Gesellschaften besetzen mit ihnen im Feld der sozialen Außenseiter die Position der Nicht-Integrierbaren am äußersten Rand der Zivilisation. Durch Ausschluss in einer Gesellschaft verortet zu werden, in der man als Fremde auf Dauer betrachtet wird, schafft eine unmögliche Position. Sie kann nur durch die ständige Erfindung von Anderssein, durch die Zuschreibung ethnischer, rechtlicher, sozialer, ökonomischer und kultureller Merkmale aufrechterhalten und gefestigt werden. Andererseits ist diese Position des Andersseins ambivalent. Sie schwankt hin und her zwischen Stigmatisierung als fahrendes Diebesvolk und Zigeunerromantik, zwischen Zwangsassimilation und Integration. Zahlreiche Sinti und Roma kämpften während der Weltkriege als Deutsche in der deutschen Armee. Etliche der angeblich nicht Integrierbaren hatten sich vor der Nazi-Herrschaft durchaus gesellschaftliche Anerkennung erarbeitet. Sie waren integriert, ohne ihre Identität als Sinti oder Roma aufzugeben. Ritter Prickmors Großvater und seine zwei Brüder zum Beispiel, Johann, Franz und Karl Winterstein, waren deutsche Staatsbürger, waren Christen und anerkannte Mitglieder der Korbmacherinnung. Sie pendelten zwischen Reisen und Sesshaftigkeit. Und auf dem Lohrer Grundstückchen am Main lebten sie im Einvernehmen mit der Nachbarschaft. Also ich glaube, dass die Vorurteile im Dritten Reich vor allen Dingen auch so verstärkt wurden. Ich denke, es gab sie, aber ich glaube nicht, dass das so stark war, weil es gab auch eine kulturelle Integration vor dem Dritten Reich. Und Ritas Familie, die haben sich wohlgefühlt. Und das hat sich komplett verändert durch die Rassenideologie des Nationalsozialismus. Und das war eine rein ideologische Tatsache. Dr. Matthias Leineweber von der Gemeinschaft Sant'Egidio war früher Pfarrer im Würzburger Brennpunktviertel Zellerau. Der Theologe ist seit 30 Jahren mit Sinti-Familien befreundet und beschäftigt sich mit den sozialpolitischen Hintergründen von Rassismus und Antiziganismus.
Ja, ich denke, die Nationalsozialisten sind sehr schlau vorgegangen. Sie sind auf einer sehr großen Offenheit gestoßen auf dem Gebiet des Nationalismus. Unabhängig von der Integration von Minderheiten war natürlich das Empfinden in Deutschland in den 20er Jahren so, wir sind betrogen worden nach dem Ersten Weltkrieg. Auf dieser Schiene haben die Nationalsozialisten sehr schlau ihre ideologischen Vorstellungen durchgesetzt und haben ihre Ideologie natürlich auch versucht, wissenschaftlich zu belegen, biologisch, ethnologisch, versucht, ihre Sache zu untermauern. Es gab diese breite Strömung des genetischen Blickwinkels zu sagen, welche Krankheiten, welche Persönlichkeitseigenschaften, welche Verhaltensweisen sehen wir als vererbt an und ordnen diese Eigenschaften einer Rasse oder einer Volksgruppe zu, was damals schon wissenschaftlich einigermaßen abenteuerlich war, aus heutigem Blickwinkel natürlich sowieso. Dr. Thomas Schmelter ist Oberarzt der psychiatrischen Klinik Schloss Werneck bei Schweinfurt. Während der NS-Zeit wurden in dieser Einrichtung Patienten für Menschenversuche missbraucht, zwangssterilisiert und von dort aus in Tötungsanstalten deportiert. Thomas Schmelter sorgt heute für die Aufarbeitung dieses Kapitels. Was haben denn meine fachlichen Vorfahren, die an den Patientenmorden oder an den Versuchen, meinen Menschenversuchen beteiligt waren, wie kamen die denn dazu? Ja, wie konnte das passieren? Ja, und es war nicht die Willkür eines einzelnen Arztes, sondern eines Systems und einer Denkweise, die durch die Nationalsozialisten in einer besonderen Radikalität realisiert wurde. Der Autor Klaus-Michael Bogdahl schreibt: Wieder stärker in den Vordergrund rückt das Bild einer kriminellen Bande von Betrügern, Dieben und Kinderräubern. Zigeuner gelten nun aus kriminalwissenschaftlicher Sicht als geborene Verbrecher, die ihre kriminellen Eigenschaften weiter vererben. Sie werden als Ethnie zu den rassisch bedingten Asozialen, den gemeinschaftsunfähigen und arbeitsscheuen mit pathologischem Wandertrieb gezählt. Da ergänzt sich natürlich wunderbar so ein Vorurteil zu dem, was man meint, wissenschaftlich erkannt zu haben. Und es ist ja in schwierigen Situationen oft einfach, auf bestehende Vorurteile zurückzugreifen. Gruppen, die als Minderheiten sozusagen eingeführt sind, werden dann, wenn sozusagen Bedarf an Diskriminierung ist, immer wieder mehr hervorgeholt. Und dann kann man sozusagen auf ein Stereotyp zurückgreifen, was vorhanden ist. Und es wurde ja auch sehr stark propagiert in den Medien, in der Öffentlichkeit, in der Schule. Das war ja eine ganz bewusste Strategie. Dadurch haben sie natürlich dann auch eine Mentalität prägen können. Und das spüren wir heute noch, also ganz besonders. Und immer, wenn es wieder so Zeiten gibt, wo Vorfälle kommen, rassistische Vorfälle oder irgendwo die Stimmung sich verschlechtert, auch gerade in der Gesellschaft, sind solche Menschen natürlich besonders alarmiert, weil jede Familie betroffen war von der Verfolgung. Und das finde ich für mich einfach auch nochmal wichtig, das auch so mitzuerleben. Man ist nicht mehr so schnell geneigt, das runterzuspielen, ach, das sind nur ein paar Verrückte. Sondern wenn du Menschen kennst, die dann wirklich existenzielle Angst kriegen, dann merkst du auch, musst aufpassen. Also dieser Dämon des Rassismus, der schläft nie. Hellwach war dieser Dämon des Rassismus am 15. September 1935. Indem ich Sie, meine Herren Abgeordnete, bitte durch Erheben von den Sitzen diesen Gesetzesanträgen Hitler, Göring, Hess, Frick und Genossen Ihre Zustimmung zu geben, stelle ich hiermit fest, dass alle drei Gesetze, wie nicht anders zu erwarten, auf dem 7. Reichsparteitag der NSDAP verkündete Reichstagspräsident Hermann Göring die Nürnberger Gesetze. Die juristische Grundlage für die Entrechtung und Ausgrenzung der Juden aus dem gesellschaftlichen Alltag. Und die Vorstufe der systematischen Ermordung von Millionen Menschen. Kein halbes Jahr später gelten die eingeschränkten Bürgerrechte, die Eheverbote, die Berufsverbote und andere Schikanen, auch für Sinti und Roma.
Also das war der entscheidende Punkt, wo praktisch ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt wurde. Sie mussten sich melden, sie durften dann nicht mehr so rumreisen, wie das früher dann doch häufig noch üblich war. Und das war alles schon langfristig geplant. Da sieht man auch diese Perfidität, also dass man langfristig schon gedacht hat, die werden irgendwie ausgegrenzt. Und das wurde systematisch einfach geplant, dass die dann einfach auch greifbar waren. Auf Befehl des Reichsführers SS vom 16.12.42 sind Zigeunermischlinge, Romzigeuner und nicht deutschblütige Angehörige zigeunerischer Sippen nach bestimmten Richtlinien auszuwählen und in einer Aktion von wenigen Wochen in ein Konzentrationslager einzuweisen. Die Einweisung erfolgt ohne Rücksicht auf den Mischlingsgrad familienweise in das Zigeunerlager Auschwitz. Und dann gab es oft die Alternative, was ja auch die Rita erzählt in ihrer Geschichte, entweder nach Auschwitz ins Zigeunerlager oder Sterilisation. Dahinter steht natürlich das Ziel, sie ganz auszurotten. Und dann tue ich halt immer noch so verschiedene Dinge da. Ne? Zurück im Jahr 2013, zurück im Wohnzimmer von Rita Brickmoor. Noch ein Nachmittag am großen Holztisch mit Aktenordnern, Marmorkuchen und starkem Kaffee. Ich habe auch viele persönliche Bilder. So. Hier das Foto von Cousine Anneliese mit Söhnchen am Mainufer. Ein unbeschwerter Augenblick im Frühjahr 42. Ein Jahr später starb Anneliese im Starkstromzaun von Auschwitz. Die SS wollte sie ins Lagerbordell stecken, kurz nach dem Tod ihrer zwei Kinder. Oder hier, ein Foto der Kapelle Eckstein, der berühmten Zigeunerband, die einst bei Kurkonzerten von Bad Cannstatt bis Bad Kissingen aufspielte. Ganz links Rita Brickmoors Vater Gabriel Reinhardt. Lässig hat er die Geige unterm Arm, weißes Hemd, pechschwarzes Haar. Kurz darauf kam das Ende für die Kapelle. Berufsverbot für die Vollzigeuner. Und auf dem nächsten Foto derselbe Mann im Winter 1942. Irgendwo im verschneiten Würzburg. Vielleicht im Hofgarten der Residenz. Gabriel Reinhardt im karierten Anzug und an seiner Seite, die Hand auf der Schulter des Verlobten, Theresia Winterstein. Mit Glück im Blick und Stöckelschuhen im Schnee. Das ist eine meiner Lieblingsbilder. Da war meine Mama im dritten Monat. Schau sie mal an, die Stöckel ist bein mit die Rolanda und mir. Ne? Guck mal, wie elegant sie schon war. Sie war ja dann schon auch im Theater, ne? Wo sie immer elegant sein musste. Ne? Aber schönes Paar. Ne? Meine glücklichen Eltern. Die haben ja nicht gewusst, was dann danach kommt. Denn zunächst gab es noch die Hoffnung auf eine Karriere als Sängerin und Tänzerin. Am Tag arbeitete Theresia Winterstein in der Würzburger Bonbonfabrik. Am Abend arbeitete sie an ihrem Traum. Anmutig steppte die Desi über die Bühne des CC-Varietés in der Eichhornstraße. Wenn geheißen hat, die Desi singt, die Desi tanzt, da waren sie alle dort. Die Desi, die war berühmt, die Desi, da schaue ich gerade ihr Bild an, die Desi. Die war wie so eine Rehle, so kleines, dünnes, aber ein Temperament. Sie war schon eine kleine Berühmtheit. Ne? Die hat schon als junges Mädchen so eine Stimme gehabt. Und die Mama, die konnte eine alte Schürze anziehen und einen Besen haben. Und die Männer haben sie angehimmelt. Sie war eben so ein Typ, das schönste Mädchen von Würzburg. Ne? Und die Mama hätte es geschafft. Wenn das mit dem Hitler nicht gewesen wäre, die hätte es geschafft. Anfang 1940 bekam Theresia Winterstein eine Chance. Ein Engagement am Würzburger Stadttheater. Auf dem Spielplan stand Carmen, die berühmte Oper um eine unbeugsame Zigeunerin. Aber nach einer umjubelten Premiere flog die einzige echte Zigeunerin aus dem Ensemble, weil sie nicht arisch war. Ja, es war schon eine taffe Zeit für ihr, weil sie hat ein Arbeitsverbot bekommen, ne? Weil sie als Mischling eingesetzt worden ist und die sind ja alle sterilisiert worden. Und dann, wo sie rein musste nach einer Weile, dass sie sich sterilisieren lassen musste, haben sie festgestellt, dass sie schon 3 Monate schwanger ist. Nicht mit einem, sondern mit 2, also Zwillinge. Große Katastrophe jetzt. Aber gut für die Nazis. Ja?
Der Report ging nach Berlin. Das musste ja der Herr Mengele wissen oben, ne? Und da haben sie gesagt, gut, sie dürfen sie austragen, aber sie muss sie zu Versuchszwecke aufgeben. Du musst jetzt unterschreiben, dass du die Kinder aufgibst für Versuchszwecke. Das hat die Mama ja dann auch getan. Ne? Sie hat unterschrieben, ne, dass sie die Eltern und die Großmutter rettet. Schon während der Schwangerschaft musste sich Theresia Winterstein immer wieder von Nazi-Ärzten untersuchen lassen. An der Würzburger Universitätsklinik stieß der Fall auf großes Interesse, besonders beim Ordinarius für Psychiatrie und Neurologie, Professor Werner Heide. Werner Heide, Mitglied der NSDAP seit dem 1. Mai 1933, Mitgliedsnummer 3.068.165, SS-Hauptsturmführer, 1935 bis 1945 Leiter des Rassebiologischen Amtes der NSDAP. Ab 1939 Obergutachter der sogenannten Euthanasieaktion T4, schickte durch seine Unterschrift etwa 100.000 Menschen aus Psychiatrien und Behindertenheimen in den Tod. Der karrierebewusste Würzburger Klinikdirektor war außerdem noch Beisitzer im SS-Ehrengericht Berlin, gemeinsam mit Josef Mengele, dem Lagerarzt von Auschwitz-Birkenau. Letzterer ein Zwillingsforscher ohne Skrupel. Der Würzburger Historiker Roland Flade schreibt über ihn: Mengele scheint von Zwillingsaugen, wahrscheinlich auch von seinem Plan, Augen durch medikamentöse oder genetische Manipulationen umzufärben, geradezu besessen gewesen zu sein. Das eigentliche Ziel aber bestand wohl darin, eine Rasse von arischen, blonden und blauäugigen Männern und Frauen mit durch und durch perfekter genetischer Ausstattung zu züchten. Und so kann man sich diese vielen Menschenversuche auch an Zigeunern eben ein Stück erklären, so, ah ja, das dient dann sozusagen der Gesundheit der Höheren und ihr seid eigentlich nicht lebenswert. Das ist insofern dann Menschenmaterial für Rasseideale, für Kriegsführung. Aber solche willentlichen Schädigungen von Menschen, wie man das als Arzt aushalten kann, das ist mir schleierhaft geblieben. Am 3. März 1943 brachte die unterernährte Theresia Winterstein im Bau 8 der Würzburger Universitätsfrauenklinik ihre Zwillinge zur Welt. 4 uniformierte Naziärzte waren anwesend. Es war eine Frühgeburt im 8. Monat. Sofort nach der Geburt nahmen die Ärzte der Mutter die Zwillinge weg. Rita und Rolanda Winterstein, 2070 und 2280 Gramm schwer, 45 und 46 Zentimeter groß. Erst nach 5 Tagen bekam die Mutter ihre Kinder für kurze Zeit zurück. Die ersten Tage dann danach dürfte sie uns mit heimnehmen, ja, für ein paar Tage und mussten dann wieder zurückbringen. Weil sie hat ja unterschrieben, das war mir mal klar. Und danach durfte sie uns nicht sehen, bis in die 4. Woche. Und da konnte sie es nicht mehr aushalten. Und wie sie halt dann raufgeht, sah sie, dass das eine Bettchen leer war. Die Mama, die war impulsiv. Wo ist mein Kind, wo ist das andere Kind? Da sind die schon zusammengelaufen, die Helferinnen. Und dann kam eben die Oberschwester, die Mama, wie sie es mir erklärt hat. Dann hatten sie so eine große Kette mit lauter Schlüssel dran. Und da ist sie, hat sie gesagt, Kim, gehen Sie mit. Da ist sie ihr nachgelaufen, ein paar Türen weiter, hat gesagt, Bad. Dann hat sie aufgeschlossen. Und wenn sie dir dann das so erklärt hat, ne, ich habe gesehen, mein Kind, ich habe genau gewusst, es war die Rolanda. In die Badewanne, in so ein kleines Bettchen, kleines Hemdchen und ein Kopfverband. Sie war tot. Ne? Dieser Schock muss man sich mal heute vorstellen. Sie hat die Schwester auf die Seite geschmissen und ist vorgerannt. Und Großpapa und die Großeltern waren ja mit. Die haben bloß länger gebraucht, die Treppen, die zwei Älteren. Da hat sie in Romanes gesagt, Rolanda ist tot. Und ist rein, hat die Tür aufgemacht, mich aus dem Bettchen raus. Und da ist die Mama gerannt. Von der Uni bis in die Ritterkirche. Sie wollte nur, dass ich getauft bin. Und aus dem Säugling wurde Rita. Notgetauft in der Kapelle der Würzburger Rita-Schwestern. Rita mit dem großen Pflaster auf dem Kopf. Rita mit der Narbe hinter dem linken Auge und den lebenslangen Ohnmachtsanfällen. Rita, die nach 5 Wochen ihre Zwillingsschwester verloren hat. Ja, es ist manchmal nicht leicht.
Das ist ein Schwachpunkt. Und ich schäme mich auch meine Tränen nicht. Denn es wäre schön, wenn ich eine Schwester hätte haben können. Und es ist ja nicht, dass sie an eine Krankheit oder an einen Unfall gestorben ist, sondern durch den Rassismus. Und deswegen kämpfe ich dafür, dass das nicht mehr entsteht. Es sind ja nicht 3 oder 4 oder ein paar Hunderte oder Tausend, es sind Millionen Menschen umgekommen, unschuldig. Sie haben ja nichts getan. Ja, und das darf nicht mehr sein. Und die Leute müssen aufmerksam gemacht werden. Rita Prickmoor sitzt auf gepackten Koffern, als im Frühjahr 2012 der Anruf kommt. Sie, die viele Jahre in den USA lebte und amerikanische Staatsbürgerin wurde, will Würzburg für immer verlassen, ihre Geburtsstadt, in die sie ihrer Mutter zuliebe wieder zurückgekehrt war. 3 Jahrzehnte hatte Rita Prickmoor gemeinsam mit ihrer Mutter gekämpft. Für die Rechte von Sinti und Roma und gegen alte Nazis auf neuen Posten in Gesundheitsämtern, Polizeidienststellen und Sozialbehörden. Gemeinsam hatten sie gegen die Ignoranz des Wirtschaftswunder Deutschlands angekämpft, indem noch 1956 der Bundesgerichtshof urteilte, dass Sinti und Roma keine Opfer der NS-Ideologie waren, sondern Kriminelle. Der Tenor lautete: Die Zigeuner sind überwiegend nicht aus rassischen Gründen verfolgt und inhaftiert worden, sondern wegen ihres Wandertriebs und ihrer asozialen und kriminellen Haltung. In einem 5-jährigen Prozess gegen den Freistaat Bayern hatten Mutter und Tochter eine Anerkennung als Verfolgte eingeklagt. Gemeinsam hatten sie Vorträge gehalten und Demonstrationen organisiert. Aber im Frühjahr 2012 steht die Tochter alleine da. Die Mutter ist seit 5 Jahren tot. Und Rita Prickmoors eigene Kinder, George und Cherry, und die Enkelkinder George, Noah und Sander, sie alle leben drüben, in den Staaten, vermissen ihre Grandma, und ihre Grandma vermisst sie. Also kündigt Rita Prickmoor ihre Würzburger Wohnung und bereitet alles vor für den Umzug nach Seattle. Dann kommt der Anruf. Am Telefon ist Ursula Kalb aus Würzburg, von der deutschen Zentrale der Gemeinschaft Sant'Egidio. Also Rita Prickmoor haben wir deshalb kennengelernt, weil die Gemeinschaft Sant'Egidio eine westeuropäische Jugendreise nach Auschwitz geplant hat. 400 Jugendliche waren schon angemeldet. Wir hatten einen Sinto aus Nürnberg, der sprechen sollte, weil wir unbedingt Zeitzeugen wollten. Das war Herr Rosenbach, der selbst in 4 oder 5 Konzentrationslager als Jugendlicher auch gelebt hat. Mit ihm hatten wir schon auch Veranstaltungen gemacht. Er wollte auch gerne mitfahren, aber er ist schwer erkrankt und ist auch kurz darauf gestorben. So war ich auf der Suche und ich habe Rita Prickmoor angerufen und ich habe dann schon am Telefon, da es sehr, sehr dringend war, gesagt: Frau Prickmoor, es geht aber wirklich auch darum, vor 400 Jugendlichen zu sprechen, ihre Geschichte zu erzählen und wir werden nach Auschwitz gehen. Und dann hat sie kurz gestockt. Ich habe nicht gleich Ja gesagt. Nein, da gehe ich nie hin. Nie. Hat mir auch meine Mama verboten. Mein Onkel, weil er ja drinnen war, viele haben gesagt, geh da nie hin, du haltst es nicht aus, du flippst aus oder du fliegst um. Aber jetzt über den Jahren ist es wichtig geworden. Und es war nicht leicht. Je näher wir gekommen sind, ich habe gedacht, mein Herz bricht, ja. Aber dann habe ich es doch durchgemacht, ja. Gebetet und geweint. Und dann, wo wir dann endlich dann rein sind, sind ja auch Tafeln, so groß wie von der Wand noch höher rauf, Weiß, Laubinger und Reinhardt, dann nur 2 große Reihen, Winterstein. Glaub mir, ich bin Jahre gealtert. Aber dass ich das habe sehen dürfen und erlebt habe, Auschwitz, hat mir dann so eine Motivation gegeben und so eine Kraft, dass ich für das kämpfe.
dass ich die Welt wissen lasse, was passiert ist. Und ich habe mich selber überrascht. Ich muss sagen, als sie dann wirklich geredet hat, es war ganz erstaunlich, hat sie sich auch ein Stück weit verändert. Sie hat in diesem Sprechen vor den Jugendlichen wirklich auch eine Kraft entwickelt, die mir vorher nicht so aufgefallen war. Das ist eine Stärke, die habe ich von meiner Mama bekommen. Und durch St. Gedeo habe ich ja die Chance gekriegt, noch weiterzugehen wie die Mama. Ja, es ist ja mehr jetzt international, überall und in Rom und Belgien, überall. Und dann war ich in München, in Berlin, dann ist er Spanien gekommen und dann auch hier in Würzburg. Und es nimmt einen schon mit, ja. Und speziell, wenn dann fertig ist und sie klatschen und dann manche sagen, können wir jetzt ein Bild mit ihnen haben? Wo ich so viel geweint habe. Wenn mich Deutsche fragen, können sie mit einer Zigeunerin ein Bild haben? Und du fühlst auch, du bist eine von ihnen, du bist auch eine Bürgerin. Ein Morgen in Würzburg, kurz vor 8 Uhr. Rita Brickmore kommt in die Aula des Würzberg-Gymnasiums. Bei ihr untergehakt ist Ursula Kalb von der Gemeinschaft Sant'Egidio. Die beiden Frauen fragen sich zum Musiksaal durch. Hier soll es zur Begegnung kommen mit drei Klassen der 10. Jahrgangsstufe. Es sind Klassen, die sich inhaltlich schon mit dem Thema des Holocaust, vor allem auch der Ermordung der Sinti und Roma, beschäftigt haben, um auch dieses Thema wirklich zu vertiefen und nochmal persönlich an sich ranzulassen. Und wir wollen natürlich auch, dass die Jugendlichen nicht nur jetzt geschichtlich das verstehen, sondern auch verstehen, was sie selbst heute tun können. Und da wir ja auch von Sant'Egidio aus mit Kindern aus dem sozialen Brennpunkt, mit alten Leuten arbeiten, ich denke, das ist eine ganz konkrete Sache, um gegen Ausgrenzung etwas zu tun. Und wir laden die Schüler dann auch ein. Das stärkt auch dieses Bewusstsein. Auch ich als Jugendlicher kann die Welt mitverändern. Wir werden die Schulklassen sein. Genau. Ich habe gerade den Hausmeister gebeten, um einen Tisch zu holen. Normalerweise stehen auf einem Tisch. Warum da jetzt heute Morgen keiner ist, kommt ein Schüler, der hilft mir gleich mit dem Mikrofon noch. Genau. Und dann hole ich noch eine Vase und so Geschichten. Rita Brickmore schaut sich im Musiksaal um. Seit ihrem Kontakt zur Gemeinschaft Sant'Egidio hat die 70-Jährige ein enormes Pensum absolviert. Sie war in Genua, Rom und Mailand, hat auf Kongressen in Antwerpen und in Innsbruck gesprochen, war mehrfach in Auschwitz, auf Gedenkfeiern in München und Berlin und hat vor Studenten in Madrid und Sevilla ihre Geschichte erzählt. Das hier ist ein Musiksaal in Würzburg. Ein Heimspiel mit gemischten Gefühlen. Es ist ein spezieller Ort für mich und sehr komisch. Das ist ja meine Heimat, hier bin ich geboren, bin ich aufgewachsen, hier sind die Experimente getan worden, unsere Leute verladen worden an den Waggons nach Auschwitz. Und es ist doch ein ganz anderes Gefühl, wie wenn ich in eine andere Stadt gehe. Wenn du vor deinen eigenen Leuten in deiner eigenen Stadt erzählst, hast du ein ganz anderes Gefühl. Wie sagt man, eine Herausforderung irgendwie. Und während sich der Saal mit Schülern füllt und der Hausmeister Wassergläser neben die Tischmikrofone stellt, steht Rita Brickmore noch einen Moment am Fenster, schaut rüber zum Main und hoch zum Käppele, der Wallfahrtskirche am Nikolausberg, eingebettet zwischen Baumkronen. Und gleich hier vor dem Schulhausfenster der Platz, wo Ritas Familie nach dem Krieg ihre erste Bleibe hatte. Einen Wohnwagen am Fluss. Der liegt da vorne, zwischen den letzten Bäumen da. Und der Wagen muss dort zwischendrin, weil die Sintis, die suchen immer Schutz. Und der meiste Schutz ist da hinten. Und da haben wir gewohnt bis 48. Aber das hat viele Erinnerungen. Guten Morgen. Dankeschön für euer Interesse an meine Geschichte und die Geschichte meiner Familie. Mein Name ist Rita Brickmore. Ich bin eine Zigeunerin aus Würzburg. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich, dass ich heute zu euch sprechen kann. Ich tue es auch für meine Mutter Theresia Winterstein, die viele Jahre dafür gekämpft hat, dass das Unrecht, das uns Zigeunern im Dritten Reich angetan wurde, anerkannt wird.
Ich habe viele Jahre mit ihr zusammen Vorträge gehalten. Und Rita Brickmoor erzählt. Von Großvater Bappo und dem Lora-Grundstück am Fluss, von erzwungenen Umzügen und Sterilisationen, von ihrem Vater, von ihrer Mutter und von dem, was im Frühjahr 1943 im Bau 8 der Würzburger Universitätsklinik geschehen ist. Eine Schwester zeigte meine Mutter nach langen Fragen nur ein Kind, mich. Meine Mutter fragte, wo ist mein zweites Kind? Die Schwester führte sie ins Badezimmer. Da lag Volanda in die Badewanne mit einem Verband um den Kopf. Sie war tot. Das, was man sehr stark merkt, wenn wir in die Schulen mit ihr gehen, ist das Erste natürlich ihre Geschichte, die sie vorliest, die sie ganz konkret erzählt. Und die Schüler sind alle davon betroffen. Sebastian Pomplun von der Gemeinschaft Sant'Egidio. Der Student hat Rita Brickmoor schon mehrfach in Schulen begleitet. Aber danach ist sie auch immer offen, man kann ihr jede Frage stellen. Und sie baut sofort auch zu den einzelnen Schülern immer diese persönliche Beziehung auf, ist nett zu ihnen, lacht mit ihnen, scherzt, aber sagt ihnen dann aber auch ganz ernsthaft, was sie denkt. Wie deutlich haben Sie dann die Ausgrenzung in der Schule gespürt? War das da dann auch noch präsent oder nicht mehr? Doch, ich habe das schon gespürt in der Schule. Durch meine Krankheit bin ich natürlich spät zur Schule gegangen, weil ich immer Ohnmachtsanfälle bekam und konnte nur 3,5 Jahre also Schule besuchen. Und ich habe da auch schon gemerkt, dass ich ausgegrenzt wurde, weil sie ja alle wussten, ich war Zigeunerin. Mein Großvater oder ein anderer von der Familie musste mich immer zur Schule bringen und mich wieder nach Hause bringen. Mussten halt immer auf mich aufpassen. Und auch von meinen Nachbarn und meinen Freundinnen ist es natürlich im Schulhof erzählt worden, dass ich halt anders bin, dass ich eine Zigeunerin bin. Und da habe ich schon diesen Abstand gespürt. Also diese Verantwortung, die sie denkt, dass die Jugendlichen heute haben, dass diese Dinge nicht mehr passieren, dass wir gegen Rassismus kämpfen, dass jeder etwas machen kann, sagt sie dann auch, würde ich sagen, fast streng. Aber trotzdem ist immer ein Scherz dabei. Das gefällt den Schülern natürlich sehr und die sind auch alle danach verliebt in Rita nach einer Schulstunde. Ich habe eine Schwiegertochter, die ist Hawaii-Indianerin. Und mein Sohn ist halber Zigeuner und halber Amerikaner. Ja? Der ist blond, so hell wie du. Und mein Noah, mein Kleiner, ich habe jetzt die Bilder nicht mitgebracht, habe eine andere Tasche. Mein Noah ist genauso blond wie du. Da tanzt mit die Zigeunermusik drauf und er sagt, Grandma, put on the gypsy music. Da kommt Janko rein, hat Schnucken und dann tanzt er. Der ist 6 Jahre alt, der ist jetzt schon in die Schule. Zigeunerblut, der ist nicht blöde. Voll süß eigentlich, weil die immer so erzählt und lacht und viel mit Humor nimmt, aber auch total ernst dann ist. Sie hat immer gesagt, meine Freunde und total nett, ja. Ich hatte jetzt bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht so viel mit Sinti und Roma zu tun, aber was sie so erzählt, ganz sympathisch, locker, aber hat ja auch gleichzeitig eine lange und große Geschichte hinter sich. Wir haben das ja alles mit einer Theorie bisher gemacht und wenn man das dann hört, ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Echt cool von ihr, dass sie es geschafft hat, darüber zu sprechen, weil ich meine, es ist ja echt eine Überwindung, die ganzen Erinnerungen wieder hochzukramen. Also was sie geschafft hat, es macht natürlich Mut. Ich glaube, gerade solche Organisationen wie Sant'Egidio bringen das ja auch in die Welt, also dass das auf jeden Fall gespeichert wird und weitererzählt wird. Also wir müssen es nochmal machen. Einmal noch. Wolltest die himmlische Fügung, mit Sant'Egidio bereist du die Welt, rührst die alten Begeisterst die Jungen, lebst Freundschaft und zeigst uns, was zählt. Rita, Rita, du bekämpfst den Hass, indem du liebst, ja liebst. Rita, Rita, wir danken dir, dass du es liebst. Sommer 2013. Den ganzen Tag schon kommt Rita Brickmoor vom Telefon nicht weg. Bekannte von früher melden sich, Freunde ihrer verstorbenen Mutter, ehemalige Wegbegleiter. Und alle gratulieren zur Auszeichnung. Ach, wunderbar.
Das freut mich so, das ist ein großes Geschenk, danke. Ja, bei mir ist viel passiert während der Zeit. Ich war dann in Amerika und dann wieder in Deutschland und wieder in Amerika und dann habe ich die Mama gepflegt. Bitte? Ja. Ja. Aus Amerika, das ist ja so lieb. Ich habe auch schon dran gedacht, ob Sie gerne kommen möchten. Es wäre für mich eine Ehre, wenn es geht. Okay. Ja, danke schön. Rita Prickmoor erhält den renommierten Würzburger Friedenspreis. Über die Regionalnachrichten in Tageszeitung und Rundfunk hat sich diese Nachricht rasch verbreitet. Und auf den Zettel neben dem Telefon schreibt Rita Prickmoor immer neue Namen. Das sind, wo ich heute angerufen habe. Ich fange schon das Heulen an, was mir heute schon Leute alles gratulieren. Ne? Bedeutet so viel für mich. Für mich, Zigeunerle von Würzburg, kriegt einen Friedenspreis. Das ist schon sehr, sehr spezial. Nicht, weil es ein Preis jetzt ist oder weil ich was dafür bekomme. Einen Preis zu bekommen als Zigeunerin, das ist für mich eine Anerkennung als Mensch. Noch knapp 2 Stunden bis zur Preisverleihung im oberen Foyer des Würzburger Mainfrankentheaters. Ein Techniker verkabelt die Lautsprecherboxen und Maria Leitner vom Würzburger Weltladen gestaltet mit Kolleginnen von der Friedenspreisinitiative die Stellwände. Wir hängen die Plakate auf. Also den Würzburger Friedenspreis gibt es seit 1995. Das war also dieses Jahr mit 50 Jahre Zerstörung Würzburg. Und da hat man sich Gedanken gemacht, dass man diesen Friedenspreis einrichtet und alle Preisträger seit dieser Zeit. Und irgendwie ist uns immer wichtig, auch so diesen Gedanken oder diese Gemeinschaft jedes Jahr mit reinzunehmen. Dann sieht man halt auch, dass das ganz verschiedene Themen, ganz verschiedene Bereiche sind, was wir also unter Friedensförderung in der Gesellschaft uns vorstellen und die wir dann ausgezeichnet haben. Dann füllt sich das Foyer. Vertreter von Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften und Kirchen gehören der Initiative Würzburger Friedenspreis an. Und bis auf die CSU alle Fraktionen des Stadtrats. An diesem Tag stößt außerdem noch die große, bunte Familie der Gemeinschaft Sant'Egidio zur Preisverleihung. Freunde aus Würzburg und Fürth, sogar aus München und Berlin sind gekommen. Menschen mit und ohne Behinderung, Senioren und Kleinkinder, Asylbewerber und fränkische Originale. Und mittendrin im Getümmel, Hände schüttelnd, Küsschen kassierend und Kinder über den Kopf streichend, Rita Prickmoor. Mir geht's gut, aber ich zieh da weg. Ich brauch noch ein paar Gläser Sekt, dann bin ich okay. Die ganze Zeit habe ich meine Gefühle versucht zu verdecken, aber jetzt fange ich schon an zu zittern. Gut, dann will ich beginnen und Sie ganz herzlich willkommen heißen zur heutigen Verleihung des Würzburger Friedenspreises 2013. Zum 19. Mal ehren wir, wie es in unserer Art Satzung heißt, eine Person oder Gruppe, die von unten her, von der Basis her, hier in der Region Unterfranken, sich für Frieden, Völkerverständigung oder die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen einsetzt. Und jetzt heißen Sie mit mir willkommen die Friedenspreisträgerin des Jahres 2013, Frau Rita Prickmoor aus Würzburg. Dieser Preis ist nicht nur für mich, sondern für alle Zigeunerfamilien, für Überlebende und die Toten, die in den Konzentrationslagern ermordet wurden. Ich sehe es als eine Mission, meine Geschichte zu erzählen, auch von meiner Rolanda. Heute hätte ich eine Schwester und wäre nicht mehr allein. Können Sie sich vorstellen, 2 wie mich? Das wäre der doppelte Kampf gegen den Rassismus. Rita Prickmoor, eine Sintetza aus Würzburg oder, wie sie selbst betont, eine Zigeunerin aus Würzburg. Diese Rita Prickmoor wird wohl umziehen. Irgendwann nach diesem verrückten Jahr, wie sie es ohnehin schon geplant hatte. In die USA, zu Cherry und George und den Enkeln George, Sander und Noah, dem Blondschopf, der mit seiner Oma so gerne zur Gypsy Music tanzt. Aber Rita Prickmoor wird wiederkommen und ihre Geschichte erzählen. In Antwerpen und Madrid, in Sarajevo, Berlin oder Würzburg. Eine Lebensgeschichte, die zeigt,
dass Vergebung stärker ist als Hass, Versöhnung stärker als Verbitterung und die nicht verloren gehen darf. Es wird sicherlich ein großer Verlust sein, die Zeitzeugen nicht mehr zu haben, weil Zeitzeugen sind lebendige Menschen. Mir scheint, dass eine Möglichkeit weiterhin sein wird, an die Orte zu fahren, wo das geschehen ist. Auch diese Orte zu bewahren und zu sagen, die dürfen nicht in Vergessenheit geraten und auch daraus Lehren zu ziehen, vor allem für heute. Die Geschichten weiterzählen. Also ich meine, wir haben ja jetzt die Geschichte erfahren und haben jetzt ja auch die Chance, uns damit zu engagieren. Und ich meine, sowas gehört eben auch weitererzählt, weil es eben echt wichtig ist. Wir müssen Zeugnisse aufnehmen und wir selber, die es noch erleben durften, müssen das unsere Kinder und Enkel weitergeben. Weil wenn die Jugend zuhört und die Jugend dich anerkennt, das macht dir Mut und Stärke noch dazu, ja, dass du da rausgehst und den Kindern und den Jugendlichen lernst, was da draus entstehen kann, und es könnte alles, was wir jetzt haben, kaputt machen. Und für mich ist es wichtig, das durchzuboxen und dafür zu stehen, solange ich kann, meine Gesundheit mir das gibt. Und ich liebe mein Deutschland, ich liebe meine Deutschen und ich gehe weiter zu den Deutschen. My Germany, ne? That's the way I am, just a little gypsy.